Couchessen habe ich zerlegt. Die Couchetten. Die Couchen. Die Couchetten. Die Couchessen. Ja. Gehen wir erstmal aufs Klo und sagen Hallo. Hallo. Immer aufs Klo. Hallo. Reimen tut's nicht, aber dichten. Ha, mit dem stich mal die tote Schwester tot. Die tote Schwester war tot. Schön. Ah, komische Krankenschwester hier tot. Okay. Ein Häufchen. Pfui, pfui, pfui. Was haben wir denn da? Noch eine Funkstation. Alles voller Funkstationen. Jo. So weit weg. Ja, bleibst du immer noch? Ja, ich musste gerade mal gegen so ein Dingens da. Wie so ein Urlauber. Oh, eine Strippnella. Eine tote Strippnella. Noch ein Tresor. Die hat sich Koi auf dem Bein tätowiert. Oh, in der Bar schläft ein Rocker. Beinhart wie ein Chopper. Wie ein Rocker. Beinhart ohne Kopf geht's ab hier. Was hast du dir tätowiert? Schaut ungesund aus. Das ist aber ein harter Rocker. Der hat Schmetterlinge auf dem Arm. Warum tätowiert man sich als Rocker Schmetterlinge auf dem Arm? Naja. Für seine Kinder. Kann doch mal passieren. Ja, sollte wahrscheinlich was anderes werden, wa? Irgendwo hängt er wie ein Zombie fest. Was? War hier schon jemand auf dem Klo? Nein. Ja. Zwischen. Ja. War alles leer. Ich war noch nicht auf dem Klo. Ich will doch raus hier. Ja. Da sind wir los. Jungs, wo seid ihr denn gerade? Oh, wir hatten gerade so einen Messerkampf. Ja, eine Barschlägerei hatten wir gerade hier. Genau. Wallert? Ja. Du bist doch der Ranchmaster. Guck mal hier in den Schrank rein. Nee. Wir haben eine neue Ranch. Könnte noch mal was klappen. Diese Cooking Pots brauchen wir nicht, ne? Nee, kannst du unterlegen. Ja. Brauchen wir Maple Seed? Ein was? Samen vom Baum? Nein, mach weg. Kannst höchstens halt hinterm Haus reinpflanzen. Ich habe aber keinen Platz, deswegen. Eine Pflanze ist hinter der Bar. Hier ist noch ein Wandschrank, Wandtresor. Und pflanze ich den hier. Genau. Einfach an Ort und Stelle im Boden drücken. Der wird jetzt und so nicht werden. Ach doch. Bestimmt. Ja, ich weiß nicht, wenn die eine Wüste. Wer zertrümmert denn da gerade Metall? Ich nicht. Weg? Ja, was? Kannst du mir mal mit dem Wandschrank hier helfen? Ich hab keine Ausdauer mehr. Ah, ja, ja. Welcher Wandschrank? Guck mal rein. Der Safe. Ich hab keinen Platz. Pistol Grip 145 und ein Shotgun Receiver von 79. Haben die voll das Leben oder nicht? Nee. Hau weg, also Shotgun Receiver hat Viertelleben. Hau weg, das Zeug. Zum Reparieren.
Mach's klein, den Mist. Grab. Und Pistol Grip hat 145, halbes Leben. Ist recht weg. Soll ich dir noch Munition für der Armbrust machen, Jack? Wie Munition? Na, Pfeile. Für der Armbrust. Hast du Iron Arrow? Ja, ich habe welche gelootet. Ich habe, was habe ich gelootet? Aus Eisen. Ja, dann kannst du welche machen. 6 Stück. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. Ja, besser als nichts. So. Wo sind meine lieben Kollegen jetzt schon wieder hingerannt hier? Wart schon jemand auf dem Dach von euch? Ja. Die große Mülltonne wird dir looten, die kleine nicht. Ja. So. Mal lustig. Da passt ja auch nichts rein in die kleine. Ich habe keinen Platz. Wo bist du denn? Ich bin hier aber ein Schild, was hier war. Psst. Nö. Welches Schild? Ich habe auch keinen Platz mehr, also mein Inventar ist auch voll. Entweder schmeißen wir irgendwie wieder zusammen oder wir laufen alle nach Hause und leeren uns aus. Ja. Ja. Days and... Schau nochmal schnell Sweet. Hier, was hier noch schön Sweet. Ist. Das Schild kann man ja noch abbauen, glaube ich. So. Waren wir hier schon drin? Nee. Oh. Bei Days and Sweets? Nee. Sweets. Sweets. Nee. Können wir denn... Jungs! Wir haben wieder Metall. Ja. Kann ich den nehmen? Oder fliegt mir das weg? Soll man denn uns orientieren, wenn ihr die ganzen Schilder abruppt? Wir brauchen Metall. Das ist wichtiger. So, ja, Metall. Schön. Da ist noch mehr Metall drin. Was? Ja. Tatsächlich. Da ist er reingefallen, da ist das Dach wahrscheinlich oben kaputt. Oh, hallo, Madame. Hilfst du uns mit dem Gitter? Danke. Ups. Entschuldigung. Aber war Absicht. War Absicht. Oh. Ja, das Dach ist kaputt. Dach ist wohl eingefallen. Hier steht schon wieder einer vor der Tür und kommt deswegen nicht rein. Alter. Und das kann nur die Angel sein. Kann ich irgendwas... Ja, die nehme ich mal auseinander hier, die Stühle hier. Mhm. Wobei Mechanical Parts sind gerade nicht so der Engpass, glaube ich. Oh ja. Haben ist besser als brauchen, wa? Genau. Ich nehme erstmal den Safe auf. Ja. Jack, ich hab dir mal hier in diesen Aktenschrank Pfeile für den Dings da reingepackt. Wie heißt der jetzt so? Crossbow? Armbrust, ja, Crossbow. Hä. So viel kriege ich nicht mehr mit. Na, dann pack mir was rein, was ich mitnehmen kann. Was kannst du denn mitnehmen? Ich komme nicht rein. Gläser, Steine, keine Ahnung. Ich hab noch einen Platz frei, pack da was rein. Guck mal, was du nehmen kannst, den Rest nehme ich dann wieder. Ich will auch was reintun. Ich habe da nämlich auch noch was zum Nachlegen. So, davon und Leder. Mit leere Plätzchen. Oder noch Laser, die leer waren. Ja, viel mehr ist auch nicht drin. So.
Bist du soweit, Angel? Oder? Nee, noch nicht. Moment. Ah, guck mal, Ballard. I have got a wrench. Eine Wrench. Dann können wir ja zusammen wrenchen. Ich habe nur keinen Platz. Ja, Platz habe ich noch. 3. Hast du jetzt alles weg, Angel? Oder ja. Okay. Na denn. War das alles hier? Dann habe ich noch Platz. Nee, das ist schon. Nee, das war nur die Anmeldung. Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Hm. Liegt hier nur was hin, aber. Ich hätte da noch ein bisschen Leder und. Mhm. Nehme ich. Das kriegen wir hier die ganze Zeit beim Schrauben. Ich pack das mal hier rein in den Auto. Wenn ich da mal reinkomme. Deck nicht abbauen. Leder. Ja. Schreihals. Naja, nicht abbauen, wenn er was reinpackt. So, jetzt kannst du weitermachen. Genau deswegen habe ich hier noch gewartet, bis er fertig ist. So, was haben wir denn hier? 10 Rohre. Nix Motor. Scheiße. Nee. Na, ich habe ja noch einen. Eine Horde hinter dir. Hinter mir? Ja, weg da. Wow. Ah, da kommen wir noch. Wie die Blöden. Ein paar Pillen. Oh, ich hab Stammbild. Oh. Das ist ungünstig. Ja, es geht jetzt gerade wieder. Oh. Blute. Nicht mehr. Was wollen die denn da alle drinne? Keine Ahnung. Vielleicht wollen die ein Zimmer? Ach, ich fahr doch schon weg. Mann, nee. Die wollen bestimmt ein Zimmer. Die wohnen da. Und ich hab kein Gewehr mit. Nur mein Messer. Bei dem Bogen? Ja, ich sterb gleich wieder. Gut, schon wieder. Ja, 21. Du solltest vielleicht weg, wenn dich 2-3 Zombies hauen. Ein Leben! Ja, du wurdest auch gerade ganz schön angenagt und bist stehen geblieben. Ich hab noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Blutest du schon wieder? Dann pack dir mal Bandagen ein. Zu Hause haben wir Erste-Hilfe-Bandagen mit dem Kreuz dran. Und die mir fällt jetzt gerade ein, ich hatte eine. Das ist praktisch. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, die Zombies sind tot. Ah, so. Ich bin zu doof. Zu doof. Zu blöd. Also ich bin schon mal zu Hause, aber ich habe nichts mitgenommen. Das ist aber ungünstig, Ballard. Nimm doch den Mist mit, wenn du schon heimgehst. Ja. Naja, wie viele Steine habe ich schon mitgenommen? Ich pack mal wieder zusammen, was zusammenpacken geht bei uns. Na, das kann man. Federn hat er Wallach auch. Öl hat er bestimmt auch. Ja. Hab ich auch. So, hast du die Zombies schon durchgelootet? Ich bin dabei. Ich weiß noch nicht, was ich wegschmeißen soll, weil ich habe jetzt ein vernünftiges T-Shirt, was Wallach anziehen könnte, beziehungsweise dann zusammenpacken.
muss ich erstmal schnell. Ich guck mal in seinen Rucksack, was du noch reinpacken kannst. Wo ist denn der? Bei dir? Ja. Schon wieder alles voll gebildet. Ja. Hier. Ach, da. Ein kleines nettes Hörtchen. Wir sind noch nicht gelootet. Alkohol, den nehme ich natürlich mit. Ja, zwei Erste-Hilfe-Bandagen, damit ihr habt. Ja, zwei? Praktisch. Ja. Ja, aber die hatte ich. Am Anfang hatte ich die bei mir hier in der Shortcut-Leiste. Und dann weiß ich nicht, dann irgendwie durcheinander gekommen. Er hat sie ja zumindest dabei. Und dann hatte ich es vergessen. Hast du eine Pistole in deiner Shortcut-Leiste, Wallet? Nein. Ich hab Sachen habe ich gar nicht in meiner Shortcut, außer hier im Bogen. Wo ist er denn? Wer? Mein Rucksack. Wallet, kannst du mal die Pfeilspitzen hier aus dem Zombie mit rausnehmen? Jo. Ich hab nämlich ein bisschen was aus deinem Rucksack rausgenommen und lauf nach Hause. Huch, ist ja ein schön weit. Kannst du noch irgendwas aber mitnehmen? Aber die Dings hast du ja auch gleich rausgenommen, ne? Was denn? Die rote Kreuzteile. Ja, sorry, ich packst du dir hier wieder rein. Ja, und dann? Ihr teilt euch, die sind fünf Stück drinne. Im Zombie. Nee, da sind keine mehr drinne. Habt ihr gerade im Zombie fünf Stück reingepackt? Also ich hab noch eine. Das reicht mir erstmal. Du wolltest mir noch was mitnehmen, Jack? Ja, was kannst du noch mitnehmen? Ich hab einen Platz jetzt noch frei und dann müssen wir gucken, was stackt. Ich hab hier noch so Autoteile halt. So. Ja, was kannst du mitnehmen? Benzinrohre. Eisenrohre kann ich mitnehmen. Habe ich jetzt nicht. Ich schmeiß mal hin. Leder und so. Vorsicht, Big Mama. Das nächste Mal eine Sekunde eher. Sekunde, ja, sorry. Schneid dir die Arme ab, dann kannst du das mal nicht mehr machen. Nein, nicht gleich den Kopf. Hier, guck, was du nehmen kannst von dem Zeug, bevor es weg ist. Ja, hab ich schon. Weißt du, was da liegt, kann ich jetzt nicht nehmen. Das war ja alles. Die sind jetzt weg, wa? Nee. Die Verbandskästen oder Verbandsteile. Ja, ich kann euch aber noch welche geben. Ich hab vier Stück. Warte mal, mach mal ein Auto nicht komplett. Ich glaube schon. Dann nehmen wir die Leiche hier von Big Mama. Nee, die ist gleich weg. Nimm den Briefkasten. Den Briefkasten oder was? Achso. Also, wie es aktuell ausschaut, muss ich eh nach Hause, weil ich bin voll. Krieg hier nichts mehr weg. Packe ich zwei rein. Ich gehe schon mal nach Hause. Ihr kommt ja bestimmt gleich nach. Ja. Oh, hier ist ein Hotel. Können wir morgen mal ausräumen? Oder wart ihr da schon drin? Nein. Da stand mir die ganze Zeit davor. Ach ja, stimmt. Ja, ich sehe die Leichenschmodder jetzt. Bisher will einer raus, glaube ich. Ja. Schaut so aus. Ist ja wohl kaputt. Was denn? Was kannst du hier? Oh.
Oh, jetzt ist das. Hi, ne Oma. Ne Oma? Ja, so ne. Ne Wohlbeleibte. Ne Big Mama? Ich weiß gar nicht, warum ich nicht so richtig treffe. Blöd. Schielst du heute? Ja, ich weiß nicht. Nee, da, keine Ahnung. Nicht stark genug. Toilette. Nix. Nischt auf dem Pott. Hier ist noch ein 28er Wrench. 28. Ja, 20. Wow. Wollen wir mal hin. Dann nehmt die mit zum Reparieren der anderen Wrench. Brauchst du noch einen Splint? Nee. Okay. Brauchst du noch ein angefressenes Brot? Nee. Guck mal. Nee, diesen Moldy Bread. Nee, oder diese abgebissenen grünen. Da, diese. Das grüne nee. Nicht, das andere ist besser. Ich hab dieses Moldy. Nix. It's a piece. Eine Dose, Scrap. Hast du gerade noch irgend sowas wie Autofedern und solches Zeug dabei, oder nicht? Ja, Mechanical Parts und so? Hab ich, ja. Die Federn müsst du alle Waller drin haben. Ich hab dir mal in den oberen Hängeschrank da was reingehängt. Mhm. Guck mal, was du da noch wegkriegst. Ja, hab ich. Alles? Alles, alles. Gut. Dann brauchen wir es ja nicht beide rumschleifen, das Zeug. Ein Potato. Da ist ein Potato drin, kann ich nicht mehr mitnehmen. Kannst du essen? Lass ihn halt liegen. Der ist doch. Oder essen. Ich hab 100 Essen. Ich hab auch 100 Essen. Ich stopfe mir schon die ganze Zeit solches Zeug rein, wenn ich was finde. Ah, es ist schon wieder Zeit fürs Nachhausegehen, denke ich. Also. Mhm. Weißt du, wofür noch Zeit ist? Ne? Ey! Auf Wiedersehen zu sagen. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Was denn? Nix, tschüss. Hallo, haben die gesagt. Strom oder was? Ja. Auf dem Dachboden. Ja, ist wieder so ein. Ja, ich habe gerade eine Tür aufgemacht. Auf einmal glotzt mich der mit seinen Besteiderbeulen da so an. Ich höre das schon. So, Ruhe im Puff. Und tschüss.